So, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn und wir sind gerade mitten in einem Haufen voller wahnsinniger Kultisten angekommen. Naja, diese komischen Dudes, die mir irgendwie die ganze Zeit mega auf den Leim möchten. Ja, kann nichts gegen machen, außer irgendwer von denen läuft mir gerade massiv entgegen und lässt sich von mir einfach mal in die Kopf. Hobbele. Das war irgendwie nicht sehr glücklich, aber auch irgendwie gar nicht so scheiße gelaufen. Wie kommt man denn da auf? Du, 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 du. Die suchen mich noch. Und einer scheint mich wohl hier oben gefunden zu haben. Bin mir nicht sicher. Okay, Glück im Unglück. Ich gehe mal wieder schön auf eure Position, damit ich euch jetzt einen Schuss verpassen kann. Oh, du Kacke. Komm ich hier irgendwie mal eben schnell hier durch? Was war das denn gerade? Boah. Creepy Moment. Es war irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also tatsächlich keineswegs, wie ich es eigentlich geplant habe. Aber Moment. So, jetzt die große Frage, kommen die jetzt wieder hinterher? Weil tatsächlich mache ich mir vor diesen Leuten, die da rumlaufen, weniger Gedanken. Als vor diesem Plünderer hier vorne. Okay, sie ziehen ab. Das ist doch mal eine schöne Aussage. So, was auch immer da jetzt gerade entlang spaziert. Na komm. Irgendwas werde ich mir doch jetzt hier schnappen können. Ja, okay, da kommt zumindest der Robo-Dude um die Ecke. Würde ich ganz gerne hier einmal um die Ecke gucken können. Aber das sieht gut aus für mich. Na gut, der eine ist hier zumindest schon mal voll in
meine Falle gelaufen. Wie Russ zu sagen pflegte. Das Gute ist, ich sehe ja, wenn der hier... Okay, alles klar. Der ist safe, der hat keinen Bock mehr. Dann ist das halt eben einfach mal so. Pech gehabt. Na komm. Und tschüss. Und da ist noch einer. Tschüss. Und da ist... Oh, da sind auch mehr. Oh, eine Leiche. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo kommt die denn auf einmal her? Ups. Ich habe ja schon ein bisschen damit gerechnet, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Und dass der vielleicht mit einem Schuss drauf geht. Aber nee. Vor allem den Dude muss ich hier irgendwie klein hacken. So, kommt der hier jetzt gleich diese eine Stelle? Irgendeiner von denen darf ruhig hier mal hier hochhüpfen. Aha. Da ist einer davon. Hättest du mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? So, da bewegt er sich und jetzt sollte er gleich im Ziel sein. Ach ja, komm, zack. Vor seinen Augen. Keine Beachtung. Augen. Drei Leute sehe ich hier noch. Das ist gut. Und schwupp. Fuck. Der war mega. Wow. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Da unten ist er. Okay, der hat mich schon wieder vergessen. Da rennt er wieder. Und tschüss! Hier drüben war doch noch einer. Da ist er. Und einer bleibt noch. Da unten. Sie sind es tatsächlich. Sie ist hier. Sie sind für deine Antworten. Nur da. Nee. Ah. Dein Ende ist gekommen. Niemals. So. Gut war es nicht, aber tödlich. Wenigstens etwas. Da können wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Vielleicht haben wir hier Glück und finden nochmal ein paar Kräuter oder sowas. Oh, was haben wir hier? Aha, seht ihr? Wenn ich von Kräutern spreche. Das nehme ich für unterwegs mit. Dann ist doch schon mal alles voll geklärt. So, die Frage ist, also irgendwie gefällt mir das hier noch nicht so ganz. Also irgendwas wird noch auf mich zukommen. Das war mir ein bisschen zu einfach, egal ob Kultisten oder wie auch immer. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Das ist mir... Ich weiß nicht. Ich finde das hier unheimlich. Ich finde das hier sehr, sehr unheimlich.
Ich bin mir nicht sicher. Da lang? Okay. Probier's einfach. Yes! Hat funktioniert. Okay, ich sehe da drüben jetzt nichts. Sehe ich hier irgendwas, wo ich mich irgendwie langhangeln kann oder irgendwie sowas? Weiß nicht. Sieht mir irgendwie verflucht tief aus. Jetzt so einen schönen Zoom oder so, das wäre doch toll. Was? Oh. Ja gut. Sowas von riesige Grütze. Schauen wir doch mal hier entlang. Hab ich hier irgendwas zum Hochklettern oder sowas? Ich kann hier irgendwie so ein bisschen hochjumpen. Ja, perfekt. War vielleicht der unelegante Weg. Aber lieber unelegant als... Keine Ahnung. Oh, wait. Okay, auf jeden Fall sind die Dudes hier am Rumlagern. Und hier haben wir noch ein bisschen mehr Spielzeug. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen, rekrutierten, wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Okay. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Diese Texte hatten wir doch schon. Statusbericht. 9. Mechanisierte Eingreifbrigade. Kommandierende Offizierin, Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Okay, diese Frau ist irgendwie ein bisschen... Ich fordere das! Ames, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth... Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Das klingt irgendwie... seltsam und erklärt irgendwie auch ein bisschen nichts. Ich weiß Ames, es nicht. Ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir.
Aber ich bin so stolz auf dich. Wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht, als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitor rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Boah. Es ist echt schon hart bedrückend hier jetzt gerade. Diese kleinen Cutscenes, also beziehungsweise Szenen, die hier kommen, was ist da? Eine Vorratskiste? Okay. Nutze die Konsole. Ja, könnte ich, aber ich möchte doch erst einmal nur mal ein bisschen rumgucken. Bevor irgendwas Unvorhersehbares passiert. USRC Einsatzberichte. Das klingt doch gut. Operation Kickback. Reno, Nevada. Die Zivilistengarde und Panzerbataillone lieferten sich Gefechte mit Gardeeinheiten des PN-12-Schwarms im pazifischen Nordwesten. Einsatzbeginn um 6 Uhr. Einsatzende durch Rückzug um 21 Uhr am folgenden Tag. Laut Bericht Verluste über 40%. Operation Thick Skull. Shenandoah Valley. Okay, SA-Tech, Virginia. Die 12. MEB unterstützt von der Zivilgarde liefert sich ein Nachhutgefecht mit dem Ostküstenschwarm ES-17. Einsatzbeginn um 8 Uhr. Gegen 14 Uhr meldete die 12. MEB die Eroberung ihrer Stellung und erhielt die Autorisierung zur Sprengung der SA-Tech-Anlage. ES-17 wurde dabei schwer geschädigt. Rückzug der Überlebenden des 12. MEB zur Akron-Cleveland-Verteidigungslinie. Body Blow. Akron, Ohio. Die 9. und 10. MEB bekämpfte, unterstützt von anhaltenden Luftangriffen, den Horus-Klasse-Titan, der den Ostküstenschwamm ES-18 versorgte. Einsatzbeginn um 4 Uhr. Einsatzende durch Vernichtung des Titan um 22 Uhr. Zu beachten ist, dass dies die dritte Titanvernichtung der 9. MEB mit nur minimalen Verlusten darstellt. Bereitschaftsstatus. 3. MEB widersetzte sich Rückberufungsbefehl, Befehlen mit beim Operation Pitch Hit. Einsatz an der Pensacola Tallahassee Verteidigungslinie. Kriegsgerichtsverfahren wurde eingeleitet. 7. MEB aus dem Einsatzgebiet New York zur Unterstützung des Wichita-Gebiets abgezogen. Bereit. 9. MEB. Neuausrüstung des USRC-Anlegen. Bereit. 10. MEB. Einführung von Melmar nach Daten beschädigt. Okay. Kaputte Daten, alles kaputt, die Fujigato. So, hier war noch eine Vorratskiste. Und... Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, hättest du. Okay, komm, benutzen wir das Ding. Was soll's? Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Okay. Ich weiß nicht, ob sie die wirklich gestoppt hat. Ich meine, sie sind ja immer noch aktiv. Und ich traue diesem ganzen Ding hier nicht. Oh, ich habe ein bisschen Sorge, durch die nächste Tür zu gehen mittlerweile. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ich kann auch nicht dahinter gucken.
Gipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Der hier ist schnell. Stimmt, der bewegt sich. Aber wir wissen ja, dass die zum Glück gar nicht so viel aushalten. Das wird dir nicht gefallen. What the? Okay. Das Territorium ist massiv zerstörbar. Aber hinter uns war doch eine Tür. Warum zum Henker konnte ich die gerade nicht öffnen? Das verstehe ich gerade. War die geschlossen? Moment. Ist klar, dass hier jetzt diese... Noch ein Kopisch. Cutscene ist. Und der hier ist schnell. Aha. Okay, check. Hab's verstanden. Wie viele Menschen sehe ich hier? Ein. Da unten. Ein. Da unten. Okay. Ich versuch's einfach mal mit... Ich kille erstmal den. Dieses Geschütz an. Ne, das ist ein Flammenwerfer. Ich habe den Geschützturm angegriffen. Es sind noch mehr, sehe ich gerade. Funktioniert. Aber das hat funktioniert. Okay, ich muss irgendwo... Das ist ein Fight, auf den ich mehr oder weniger gewartet habe. Eigentlich eher weniger als mehr. Wait, ich sehe doch da was. Yeah.
weg hier. Und zwar ganz, ganz schnell. Würde ich ihm ganz gerne irgendwie das ein oder andere Geschütz streitig machen. Wow. Komm. Hier. The boat. Fuck, jetzt hocke ich hier wieder irgendwo im Nichts. Ich muss hier echt schauen, weil der hat massiv viele Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel war das hier einer. Geil. Wir müssen das irgendwie auf die langsame und schmerzhafte Art und Weise tun. Okay. Das war tatsächlich ziemlich gut, dass ich hier jetzt hier. Weil ich nämlich gerade eben so ein Lucky One Verschanz-Dings gefunden habe. Ja, dieses Geschütz ist auf jeden Fall schon mal eine gute Maßnahme. Wer hätte gedacht, dass ich gegen Metal Gear antreten muss? Und komm. Da geht noch was. Immer muss es ein Metal Gear sein. Okay, noch ein oder zwei Schüsse brauche ich noch. Ich glaube, ich sollte noch mal schnell ein bisschen Nachschub ordern. Und Schuss. Soldaten damals mussten gleichzeitig hunderte davon bekämpfen? Alter Verwalter, ich möchte nicht in diesem Krieg mitgespielt haben, in dem diese Viecher durch die Gegend gelaufen sind. Meine Fresse noch eins. Ich sammle hier auf jeden Fall erstmal die Kräuter. Oder? Nee. Ich loot jetzt erstmal unseren Metal Gear. Ich habe schon zu viel dabei. Puh. So. Einfach mal ein bisschen upgraden, würde ich sagen. Waffen modifizieren. Nora Langschussbogen. Da ist ja Scharfschützenbogen. Da würde ich ganz gerne. Welche Spule haben wir da drin? 40% Schadenspule. Handhabung. Moment, 40% Schaden. 38% Schaden. Nee, irgendwie nicht so das, was ich erwartet habe. Stolperfalle. 27 Schaden, 8 Schaden. Das könnten wir eigentlich mal gegen mehr Schaden eintauschen.
Abriss. Schaden. 38%. Das ist schon mal ordentlich. So. Weil damit habe ich doch sicherlich noch mal ein bisschen mehr Platz geschaffen hier. Verderbnis, Schock, Abriss, Todbringerlinse. Okay. Bui. Meine Güte, noch eins. Was stimmt mit den Leuten hier nicht? Oder was hat mit den Leuten nicht gestimmt? Sagen wir es mal lieber so. Hier haben wir nochmal Heilkräuter. Ich finde es zumindest ganz nett, dass hier über diese Heilkräuter rumliegen. Die konnte ich nämlich zwischendurch während der Kämpfe nochmal ein bisschen einsammeln. Oh, boah! Meine Fresse, noch eins. Das ist der Weg. Aber den gucken wir uns erst später an. Jetzt nicht. Jetzt erstmal hier einen Stopp. Todbringer und so. What the fuck? Meine Fresse, das war mal... So hätte ich mir den ersten Todbringer tatsächlich vorgestellt. Aber... Wow. Bis gleich.